Hallöchen, mein Lieben. Und herzlich willkommen hier zurück auf der Niemandsland zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heutiges Thema ist ein Flachbett-Sattelauflieger. Sowohl mit Autolot für die Ballen, sowohl als auch ohne. So. Hier haben wir natürlich einmal zwei Flachbetts stehen mit Dolly. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das mal ein bisschen. Und wir gucken uns den mal an, was er hier so kann. Optisch sieht er auch schon interessant aus. Und Spanngurte kann man natürlich auch anbringen, sehe ich gerade. Auch interessant. Und dann gehen wir uns mal den im Shop angucken. Hier ist er schon. Der lädt 26 bis 36 Ballen, Rund- und Quaderballen und wiegt fast 6 Tonnen leer. So, und hier können wir den halt ausstatten. Wie gesagt, der wiegt fast 6 Tonnen leer von Fliegel und kann laden 125 cm bis 180 cm Rundballen, 180 cm bis 240 cm an Quaderballen. So, jetzt steht hier rechts kein Autolot in der oder Autolot. Da könnt ihr auch zum Beispiel sehen, welchen ihr jetzt laden könnt. Ihr müsst immer darauf achten, die richtige zu wählen, sodass ihr halt auch die richtigen Ballen laden könnt. Hier haben wir zum Beispiel verschiedene, rund drei Größen und eckig drei Größen, beziehungsweise zwei Größen. Also achtet drauf, dass ihr das halt dann richtig wählt, zwischen rund und eckig. So, die Reifenhersteller werden ja Continental, Friedestein, Trelleborg ist auch am Start und Michelin, BKT und Friedestein. Okay, sonst ist nichts hier. Ne? So, dann haben wir das Logo hinten, das Fliegellogo in Weiß, in Rot und Schwarz. Sieht man ja fast kaum. Oder wieder in Weiß. Annäherungskupplung? Annäherungskupplung? Ah, okay, da könnt ihr hinten noch einen Anhänger dranhängen. Auch schon interessant. Zugmaul. Hat schon was. Und das Fahrgestell, sehe ich gerade, könnt ihr auch noch wählen. In der Farbe. In Weiß zum Beispiel. Oder halt in Gelb. Geht bis ganz hinten hin sogar. Oder in Rot. Geht natürlich auch. Und in Schwarz. Dann habt ihr noch Flachbettfarbe. Also das Flachbett vorne drauf. Auch in Rot zum Beispiel. Optisch auch schon in Hingucker, rot-schwarz. Hat schon was. Felgenfarbe könnt ihr auch noch wählen. In allen möglichen Farben. Also ist schon echt cool. Die Geschmäcker sind ja natürlich verschieden. Und hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, auf jeden Fall. Finde ich interessant. Nummernschild könnt ihr auch noch hinten wählen. Ne? So. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Highlight, das ich eben herausgefunden habe. Ihr habt ja bei den zwei die Autolot-Funktion. So, das hier ist ein einziger Autolot-Anhänger, der die Ballen auch drehen kann. Das zeige ich euch jetzt mal. So, ihr habt hier links oben das Hilfefenster. Da habt ihr zum Beispiel jetzt mit L1 gedrückt, Arbeitsstellung. Ballen hoch, rechts runter und so weiter. Dann drückt er jetzt mal L1 gedrückt und Viereck. Da geht ihr in die sogenannte Arbeitsstellung. Sobald ihr an einen Ballen fahrt, sammelt er den automatisch ein. So, diese Arbeitsstellung ist jetzt aktiviert. Und ich fahre jetzt mal an die Ballen. Zack, und die könnt ihr jetzt wählen, wo ihr die hin möchtet. Ist auch was Schönes, zum Beispiel. Hoch und runter, ist ja klar.
oder? Ich fange jetzt mal an zu drehen. Nach oben, nach unten. Nach links und nach rechts. Wie ich die haben möchte. Ne? Oder, was auch interessant ist. Drücke jetzt mal L1 und R1 und Steuerkreuz rechts oder links. Kann ich sie sogar hinstellen. Hochkant. Auch geht's auch zur anderen Seite. Geht natürlich auch. Nach vorne, nach hinten. Und so weiter. Geht auch hoch und runter. Könnte ich im Prinzip auch wiederum so hier draufstellen. Zack. Aber sie landen natürlich wieder in der ursprünglichen Form auf den Wagen drauf. Könnt ihr auch hier zum Beispiel an dieser Stelle entladen auf den Tieflader. Zack. Und dann Spanngurte drum. Und dann hält das fest. Da fällt nichts runter. So. Tast zu den Rundballen. Und jetzt kommen die Quaderballen dran. Hierzu habt ihr natürlich auch wiederum L1 gedrückt halten für die Arbeitsstellung. Drückt ihr jetzt Viereck. Also L1 gedrückt halten und Viereck. Und ihr sammelt die Ballen auch automatisch auf. So. Jetzt möchtet ihr die Ballen aber bestimmt wieder abladen. Genau. Dann habt ihr zum Beispiel, den Trigger ist automatisch an. Also die könnt ihr halt wählen, wo ihr die Ballen hin haben möchtet. Hier können wir auch zum Beispiel die Ballen hoch und runter setzen. Links und rechts. Mit L1 gedrückt. Mit R1 gedrückt. Können die Ballen hochkant stellen zum Beispiel. Oder links und rechts stellen als Beispiel. Geht natürlich auch, also könnt ihr drehen. Könnt ihr aber auch zum Beispiel zur Seite drehen. Also zum Beispiel, na, dass er hochkant stehen, zum Beispiel so. Mit L1 und R1 zusammen. Steuerkreuz rechts oder links. Ne, also das ist schon interessant auf jeden Fall. Hat schon mal. Zack. Und so könnt ihr die halt auch hochstapeln, mehrere Male hoch, geht natürlich auch. Und das ist so ein kleines Feature, was ich im Prinzip auch feier. Weil man hat so viele Möglichkeiten hier im LS und dann kommt noch so ein Mod um die Ecke und vergrößert das noch. Und das finde ich interessant. Also vielen Dank, Top Ace, für den Mod hier. Der ist mal wieder mega geworden auf jeden Fall. Und falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr diese gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich sagen, das war's dann auch hier wieder von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dieser Trailer werde ich bestimmt auch mal bald benutzen. Der hat so schöne Features. Und der sieht auf jeden Fall auch interessant aus, finde ich jetzt. Ist auch wieder ein Autoload-Geschichte. Nur für Ballen, nicht für Paletten. Aber Ballen brauchen wir natürlich auch. Hat schon was. Aber wie gesagt, hoffe euch hat es gefallen. Und wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao.